Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Gabriel Knight 3. Wir befinden uns in Tag 3, 7 bis 10 Uhr. Neuer Tag, neues Glück. In der letzten Folge haben wir, was haben wir denn eigentlich? Wir waren noch mit Gabriel unterwegs, ziemlich spät, und haben noch eine schwarze Limousine gesehen, aber wir konnten nicht so richtig mit der Verfolgung hinten dran. Ja, da sitzt da, er liegt da. Und wenn ich mich nicht falsch erinnere, war es nicht sogar so, dass wir einen schlechten Traum hatten über Vampire? War es nicht so? Ich glaube ja, es war so. Ich kann nicht glauben, was letzte Nacht passiert ist. Nun, es war schon lange fällig. Oh Gott. Schön. Das will ich wirklich nicht tun. Wieso nicht? Er schläft noch. Gott sei Dank. Wieso Gott sei Dank? Was ist denn da unten? Da liegen zwei Sachen auf dem Tisch. Das sind die Schlüssel für die Harley. Oh, das ist gut. Nehmen wir die mit. Worauf du dich verlassen kannst. Ah, was steht da? Das? Moment. Mal kurz gucken, was steht da? Das heiligste Geschlecht von Larry Sinclair. Aha. Larry Sinclair. Das war doch Mr. Larry, hast du nicht gesehen, ne? Das war doch Larry Sinclair. Hä, ja, war das... Ist der nicht Chester? Okay. Gut. Kann man das mitnehmen? Also erstmal angucken, natürlich. Nun sehe sich einer diese genealogischen Karten an. Es geht um die Blutlinie. Ich frage mich, wo er das gefunden hat. Na, wir haben es ausgebuddelt. Ich bin versucht, mich damit gemütlich hinzusetzen, aber heute Morgen habe ich anderes zu tun. Ich lese es später. Oh, schade. Dieses Konzept der Blutlinie taucht immer wieder auf. Ich frage mich, ob Sydney etwas darüber weiß. Über die Blutlinie? Okay. Den Schlüssel benutzt man nicht. Wir gehen mal kurz an Sydney ran. Ich hatte es ja schon angekündigt, also es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ich einen anderen Speicherstand laden muss. Denn ich habe mich informiert wegen diesen fehlerhaften Bildern, ne? Es gibt einen Speicherstand, der das behebt, aber dieser Speicherstand greift erst dann, wenn es wichtig ist, dass wir hier in Sydney den E-Mail-Bereich zugreifen müssen. Weil es gibt ja hier nichts, ne? Das ist hier unten, man sieht's nicht. Ich komme aber auch nicht ran, wenn man es sehen könnte. Es muss sauber hier drin sein. Und dieser Speicherstand, der erlaubt es uns dann, genau, das richtig zu sehen. So, ich wollte das suchen. Blutlinie, ne? Blutlinie. Im alten Ägypten wurde die Blutlinie der Pharaonen von einer mächtigen geheimen Priesterkaste manipuliert. Aufgrund dieser sorgfältig berechneten genetischen Kreuzungen galt das Blut der Pharaonen als göttlich. Die Priester hatten eine Reihe von Methoden, mit denen sie die geeignete Heirat zu bestimmen versuchten. Hierzu gehörten Weissagen und Omen, Astrologie und auch eine Art Ritual, das man heute als chemischen Test betrachten würde. Heiraten innerhalb der Familie, Bruder und Schwester, wurden gefördert, um die göttliche Macht der Blutlinie zu verdoppeln. Indem sie versuchten, die Blutlinie der Pharaonen zu perfektionieren, wollten die Priester einen lebenden Osiris erschaffen, einen Gott auf Erden. Die Details dieses Vorgangs waren einer der behütetsten Geheimnisse Ägyptens und verlieren sich leider im Nebel der Geschichte. Ist ja spannend. Das ist ja spannend. So. Aber mehr können wir daraus auch nicht ziehen als Info. So. Haben wir als Grace jetzt hier irgendwas? Was haben wir denn? Wir haben das Dingsset, das ist unser Notizblock, diese, ne? Diese Koordinaten habe ich von der Karte in Sydney abgeschrieben. Ah nein, das waren die Koordinaten, das waren L'Hermitage. Da müssen wir ja noch hin. Was ist das hier? Ich habe am Flughafen ein paar deutsche Marken wechseln lassen. Nicht, dass man hier viel kaufen könnte. Haben wir hier zwei Schlüssel? Ja, Maus hat mir gestern Abend seinen Schlüssel gegeben, falls ich es mir anders überlege. Okay, Moment. Falls du dir es anders überlegst. Ui, nicht so schnell. Falls du dir es anders überlegst. Dann gehen wir mal raus und gehen einfach zu Mo. Zu Mosley. Mo. Ist er da? Es würde mir nichts ausmachen, da reinzugehen, aber ich möchte Mosley nicht stören.
Dann geh doch rein. Es ist zweifellos abgeschlossen, aber ich habe seinen Schlüssel. Okay, dann machen wir das mit dem Schlüssel auf. Warum ist denn die Jeans eigentlich kaputt? Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ach du. Ui. Warte mal. Und. Oh, Mosley. Mann, ist der aus oder was? Wie ist der aus? Können wir den rütteln? Da ist nichts drunter außer. Kit. Unterwäsche. Okay. Mosleys Koffer. Kann man den aufmachen? Nada, ich glaube, ich bin erleichtert. Huch. Ich dachte, die war auf. Jetzt, okay, ein Spiel. Hier die Jacke. Die schöne gelbe Jacke. Da ist der goldene Blazer, den er dauernd anhatte. Fast wäre es mir gelungen, dieses Ding zu vergessen. Aber nur fast. Hier ist ja noch ein Schrank. Schuhe liegen hier. Was ist das denn für ein Typ hier? Das ist ein Kleiderschrank, wie in unserem Zimmer. Dann mach ihn bitte auf. Leer. Nicht überraschend. Man kann nicht von ihm erwarten, dass er jedes Mal die Tür aufmacht, wenn er etwas braucht. Okay. Kleine Schlampe ist das, hä? Warum ist da drüben eigentlich noch eine Tür? Das ist nur die Badezimmertür. Na, da geh mal rein. Mosleys Bad muss ich wirklich nicht sehen. Och, bitte. Schade, da Schuhe. Ich bin froh, dass Gabriel keine solchen Schuhe trägt. Wieso, die sind doch super, nimm mit. Nicht mal, wenn er mich bezahlen würde. Ja, er ist überall, nur nicht in der Mülltonne. Na dann nimm mit. Wie bitte? Entschuldigen Sie mich. Was ist das da oben? Wenn ich darauf klettern würde, könnte ich hier drin vielleicht sogar atmen. Ohohohohoho. So. Hier unten ist nichts weit. Oh, was ist das hier? Ist das? Ich möchte nichts da drin anfassen. Okay. Alles sieht klebrig aus. Oh, Mosley. Ferkel. Er ist deutlich kleiner als der Schreibtisch in unserem Zimmer. Okay. Oh, hier der. Wie idyllisch. Naja, unter idyllisch erwartet. Da ist nichts drin. Erwarte ich ein bisschen was anderes. Was ist das hier, ein langgezogener Fuchs oder was? Das ist eine Farm, glaube ich. Oder so. Oh, hier sind Klamotten. Dieser Raum ist abstoßend. Okay, da sind keine Klamotten. Was ist hier? Oh, hier können wir was wegschieben. Ich werde wohl nicht drumherum kommen, oder? Okay. Ih, da liegt eine Hose. Aha. Aha, was? Was haben wir denn hier? Ach, wir haben diesen komischen Scanner gekriegt, oder? Was ist denn das hier? Gabriel hat mir von diesem Gerät erzählt, das Mosley vor ein paar Tagen benutzt hat. Ich hoffe, das ist es und ich hoffe, dass es tut, was ich vermute. Ja, was vermutest du denn? Vielleicht kann ich damit Stellen im Tal ausfindig machen, wenn ich die Koordinaten von Zippel benutze. Ah, wir haben das. Guck mal hier. Da sind Koordinaten. Okay. Dann gehen wir raus hier. So, dann machen wir erstmal nochmal die Stadt hier unsicher, bevor wir weiter abhauen. Wir müssen auf alle Fälle Richtung L'Hermitage, aber wir waren noch nicht im Museum, kann das sein? Ja, stimmt. Wir waren noch nicht im Museum mit Grace. Das war ja immer zu. Warte mal, 7 bis 10? Ist das jetzt offen? Ich glaube, das ist offen, ne? Tag 3. Was haben wir denn heute für einen Tag? Oh. Mal lauschen. Das würde mich ja freuen. Komm, wir gehen mal ein bisschen hinter. Nee, na dann reden wir mal kurz. Hallo. Guten Morgen, Lady Howard.
Estelle? Gott, ist die heute wieder aufgekratzt. Wer? Hat Ihnen die Partie Bridge gestern Abend Spaß gemacht? Ja, das war sehr nett. Nett? Wundervoll. Besser jedenfalls, als sich zu langweilen. Oder mit diesem widerlichen Wilkes zu Abend zu essen. Ist das etwa der Grund für unsere gute Laune heute Morgen? Hm? Oh nein. Sie wissen ja, was man sagt. Einmal richtig ausschlafen kann Wunder wirken. Warten Sie nur, bis Sie 40 sind, Schätzchen. Warum? Okay. Ja, ein Dialog, auf den ich gerne verzichten kann. Und auch werde. Oh. Wir können was ansprechen. Jean, ich versuche die Lage des Schatzes herauszufinden. Können Sie mir weiterhelfen? Oui, Mademoiselle. Haben Sie den Rest Ihres Lebens Zeit? Okay, danke. Das war ja gerade eine Abfuhr. Gut, wir gehen mal Richtung. Ne? Richtung. So. Ja, das ist typisch. Wir haben wieder einen leckeren Mauscursor. Komm. So. So, wir gehen kurz. Genau, wir gehen kurz zum Museum. Denn es müsste jetzt endlich mal offen sein, oder? Ja, es ist offen. Dann können wir uns nämlich als Grace hier mal umsehen, was wir eigentlich auch mal müssen. So, das hatte Gabriel irgendwann mal gesagt, da würde Gracie nicht Sie dran vorbeikommen. Sie haben ein paar hübsche Postkarten von Stadt und Tal. Genau. Diese Postkarte zeigt nur eine malerische Landschaft. Sie wird mir bei der Schatzkarte nichts nützen. Sie haben ein paar hübsche Postkarten von Stadt und Tal. Ist hier oh. Es gibt zwei Postkarten von Tenier. Klingt logisch, da niemand weiß, für welchen heiligen Antonius sich Sonia interessierte. Vielleicht sollte ich sie beide nehmen. Okay, na dann nimm mit. Was? Können wir die auch mitnehmen? Oh. Nochmal 10 Franc? Oh. Und das hier auch noch, oder? Ach, guck mal, kennt ihr das Haus? Das Haus steht hier in Le Chateau. So, können wir das auch mitnehmen? Ah, erstmal bezahlen. Ja, ich vergaß. So, jetzt aber. Diese Postkarte zeigt nur eine malerische Landschaft. Sie wird mir bei der Schatzkarte nichts nützen. Aber das hier unten. Diese Postkarte zeigt nur eine malerische Landschaft. Sie wird mir bei der Schatzkarte nichts nützen. Okay, was haben wir denn jetzt hier für Karten überhaupt abgesahnt? Oh. Die habe ich im Museum gekauft. Das ist Poussins Les Bergères d'Acadie. Okay, genau das. Das ist doch dieser Kasten, der Sarg, den wir draußen gefunden haben und sehen, ne? Was ist das hier? Der heilige Antonius und der heilige Paulus von David Tenier. Mhm. Ich sollte herausfinden, ob Sydney etwas damit anfangen kann. Okay, das können wir in Sydney scannen. Und was ist hiermit? Ich sollte herausfinden, ob Sydney etwas damit anfangen kann. Können wir mit Sydney scannen. Ich sollte herausfinden, ob Sydney etwas damit anfangen kann. Angucken. Ohne Text. Das ist David Tenier, ist die Versuchung des heiligen irgendwas. Heiligen Antonius. Oho. Okay. So. Haben wir hier irgendwas? Kann die uns was erzählen? Hallo? Pardon? Ja? Wissen Sie etwas über einen Umschlag, der gestern Abend an Ihre Tür geklebt wurde? Einen Umschlag? Was für einen Umschlag? Ein großes Briefkuvert? So etwas ist mir nicht aufgefallen, als ich gestern Abend gegangen bin. Vielleicht haben Sie sich in der Tür geirrt, das wird es Mademoiselle. Sein. Das wird das es sein. Das muss es sein. Danke. Schön. Ob es hier irgendwas Neues gibt? Ist vielleicht hier jemand drin, den wir kennen oder so? Das hatten wir alles angeguckt, ne? Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas Neues bekommen. Wobei, wartet mal, ich werde mal eine Sache
Wo ist denn unser... Das ist unser Notizblock? Nee, das ist unser Notizblock. So. Können wir den hier benutzen? Scheinbar. Eieieiei. Nein, ich glaube nicht, dass ich sowas brauche. Ah, okay. Aber das auch nicht, ne? Ich glaube nicht, dass das etwas bringen würde. Okay, das hier vielleicht? Ich glaube nicht, dass das etwas bringen würde. Okay, dann gucken wir uns doch die Sachen hier vorne an. Ich glaube nicht, dass das etwas bringen würde. Das auch nicht, ne? Ich glaube nicht. Okay, gut, dann lassen wir das. Dann gibt es hier keine relevanten Informationen mehr. Und ich würde sagen, dann machen wir uns mal nach L'Ermitage auf. So, dann einmal hier. So, ich probiere es erstmal ganz blind, ob wir hier rauskommen. Ich gehe das Motorrad holen. Ja, super. L'Ermitage, das ist das hier, ne? Ah, die Mucke ist wieder da. Aus dem ersten Tag. Oder? Doch, ist es. So, L'Ermitage. Sauber. Okay, dann geht's hier wieder hoch. Der Weg war hier ein bisschen versteckt. Der exakte Mittelpunkt des Kreises muss hier irgendwo sein. Ach so, den wollen wir ja auch noch bestimmen. Wir speichern erstmal hier kurz ab, falls das Spiel abstürzen sollte, damit ich nicht so viel machen muss. So, das war's. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Das sieht alles soweit... Was ist das denn? Der klebt da drin. Aha. Ich nehme mal dieses komische Gerät. Das hier. Und benutze es damit, richtig? Ich glaube nicht, dass das etwas bringen würde. Okay, können wir das so benutzen? So. Etwas an dieser Höhle und der Felsformation kommt mir bekannt vor. Mir gerade nicht. Ich glaube nicht, dass das etwas bringen würde. Okay. Wenn das nicht geht, gehen wir hier kurz rein, ne? Damit wir diesen... Der Zettel da drin. Ist der uns vorher nie aufgefallen oder ist der hier neu? Oh, wir können die Ansicht hier gar nicht ändern. Was bist du denn? Wir können auch nicht reinzoomen. Da ist etwas an die Wand geklebt. Ja, dann nimm es mit. Wohin führte die Blutlinie der Pharaonen? Wende dich an ihn, der für seine Weisheit berühmt ist, um die Antwort zu erfahren. Wie bizarr. Wer sollte so etwas hier anbringen? Und warum? Tja. Das ist eine gute Frage. Anonymer Hinweis. So, jetzt will ich mal was probieren. So, geht das jetzt hier zu benutzen? Ich glaube nicht, dass das etwas bringen würde. Müssen wir das auf uns benutzen? Ah, wir müssen uns auf uns benutzen, okay. Dieses Gerät könnte mir helfen, das exakte Zentrum des Kreises zu finden. Ah, okay, Moment. Jetzt muss ich auf den Zettel gucken. So, 2 Grad 18, 47, das schreibe ich mir mal auf. Kleiner Moment, 2 Grad 18 und 47, sowie 42... 54, 56. Denn ich habe gerade gesehen, wir haben hier die Anzeige darunter. Ne? Hier. So 2 Grad, 18, 47. Da sind wir eigentlich schon fast. Halt. Nee, oder? Das war's? Okay, wenn es das war. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, denn ich glaube, ich muss den Spaten holen. Bis dahin, euer Firefox.